Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 mit Xbox 360. Ich denke mal, es ist noch nicht der letzte, vielleicht der vorletzte Part. Aber wir nähern uns dem Ende. Eventuell ist der 102. Part schon der letzte, weil ich denke nicht, dass der hier ist. Und selbst wenn ich in dem Part zum Endkampf komme, werde ich da dann wahrscheinlich mal Pause machen. Also ihr könnt damit rechnen, dass erst der nächste Part der letzte Part ist, wenn überhaupt. Es sei denn, der Endkampf kommt jetzt direkt, was ich aber ehrlich gesagt irgendwie noch nicht glaube. Da fehlt noch so die Introduction. Was ist das denn? Okay, sieht aus, als käme nochmal ein Bossgegner. Ist hier unten noch eine Truhe? Nein. Also nochmal so ein kleiner Kack-Bossgegner. Also das da oben sieht mir schon nach irgendwas aus. Was gleich noch lebendig wird. Irgend so ein Vieh, irgend so ein maschinelles. Irgendwas Vieh, was mir nochmal so richtig abfacken wird oder so. Ja, das ist ganz schön hoch. Das stimmt. Hallo Truhe. Mit Geld? Ja, 3000 Jill. Ja, genau, ist hier immer so ein Vladislasus von gerade, so ein Bossgegner von gerade in Nicht-Bossgegner. Wie heißt denn du? Ach, ist sogar ein Vladislasus, ja, dann würde ich mal sagen, nö. Nein. Ich denke mal, da komme ich irgendwie vorbei. Ungefähr so. Nö, das muss ich mir nicht antun. Ja, noch mal Geld, ho. Nee, wahrscheinlich noch ein Accessoire. Oder 5000 Jill. Ja, Geld ist immer gut. So, wir sind oben und ich sehe da oben schon wieder zwei rechte, rote Berichte, genau. Zwei rote Punkte. So, da wurde ich nochmal unterbrochen. Sehr schön, sehr lustig, sehr spaßig. Und, so, was seid ihr? Ja. Einfach normal, die Bossgegner von gerade. Ich habe den Fuß zwar eigentlich berührt, aber das kümmert ja keine Sau. Was ist hier noch? Ist hier noch eine Truhe oder einfach nochmal ein Gegner? Ein Vladislasus ohne Truhe. Oder Vladislaus oder wie die hießen. Ja, hier sind nochmal drei von euch. Habe ich erwartet, dass ich da nicht dran vorbeikomme. Heißt, ich muss nochmal einen Blender benutzen. Ist natürlich kein Problem. Ich habe ja gerade genug von denen. Ja. Aber so normal hätte ich jetzt auf den Punkt kommen können. Hm, muss nicht sein. Das ging hier. Blender 7 Stück. Ja, ja. So. Und dann haben wir nochmal eine Truhe. Truhe. Einen Speicherplatz, meine ich. Ah, wir haben schon fast 50 Stunden. Ich denke mal, die 50-Stunden-Marke knacken wir noch. Vorm Ende. Es sei denn, das führt mich jetzt zum Ende. Sieht schon langsam immer mehr danach aus, aber ich glaube trotzdem noch nicht, dass es jetzt schon das Ende ist. Ich wette, es kommt nochmal so ein Bossgegner. Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Ist das der Stolz-Robo? Das sieht exakt aus wie der Stolz-Robo. Tiamat-Phantom. Na toll. Okay, machen wir erstmal kurz Kooperations-Aria rein. Der letzte war gegen Negativzustände immun. Also der Stolz-Robo, deswegen denke ich, dass er hier es auch sein wird. Genau. Genau. Und Blitzschlag. Der ist genauso nervig wie der Stolz-Momo. Wenn nicht sogar noch nerviger auch. Sieht auch nicht nach einem langen Kampf aus, nein. Das kann, glaube ich, nochmal ein richtig schön langer Kampf werden.
Das habe ich jetzt schon fast geschockt, aber ich werde muss ihn mehrmals schocken, so wie das aussieht. Und schon. Das sieht außerdem so aus, als wäre das Sturmkommando hier fast schon praktisch, ja? Das gefällt mir gar nicht gut, wie wenig Energie der einfach verliert. Trotz Schockzustand. Das wird ein langer Kampf. Wieder mal so ein meiner Meinung nach extrem unnötig langer Kampf. So ein richtig einfach nur langgezogener, künstlich gestreckter Kampf. Ja, ich scheiße jetzt auch auf seinen Schock hier. Ich muss ihn jetzt heilen und einfach ein bisschen Gemach wegkriegen. Reicht doch! Heilung. Nicht doch auf sie. Auf mich, verdammt nochmal. Kooperationsaria. Hope, ich sagte Kooperationsaria. Das kann doch nicht so schwer sein. Und zurück zum Sturmkommando. Wie viel? Ich habe einmal den Schockzustand komplett oder fast komplett durchgehabt. Und er ist einfach. Er hat einfach nichts an Energie verloren. Gar nichts. Wie soll ich den schaffen? Der da, das dauert ja Jahre. Dauert ja einfach mal Jahre. Mal gucken, ob ich da nicht doch nochmal zu anderen Maßnahmen greifen muss. Mal gucken, ob es überhaupt was bringt. Ich weiß es ja nicht, ne? Na. Ich kann das bei dem überhaupt nicht einschätzen. Das ist, wie gesagt, gerade so ein extrem unnötig gestreckter Kampf. Man sieht, wie viel Energie der hat. Und man sieht... Ich muss dazu nichts sagen. Versuchen erstmal so gut wie möglich zu schocken. Und vielleicht jetzt mit Odin in den Schockzustand zu treiben. Das wäre sehr, sehr praktisch. Und dann erstmal möglichst viel Energie abzuziehen. Du bist halt, wenn ich ihn mit Odin schocke, dass er dann halt hinterher nicht mehr geschockt ist, dass es dann einfach automatisch weg ist. Finde ich immer sehr doof. Aber das wird schwer mit dem Schocken. Aber wenn ich das hier mal mache, ist mehr in Sachen Schock. Der ist geschockt. Das ist sehr gut. Seines Suchen wird nichts. Dann müsste ich, glaube ich, über 500% schaffen. Und das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich glaube, ich habe trotzdem ein bisschen Schaden gemacht. Oder ich habe es jetzt nicht gesehen. Naja, ein bisschen. Wahrscheinlich so viel, wie ich hier auch mit einem normalen Schock gemacht hätte. Er ist wieder in der Luft. Ja, Leute, der Kampf kann ein bisschen dauern. Ja, ich summe hier so vor mich hin. Weil ich sonst gerade nichts Besseres zu tun habe. So, einmal zur Lebenssinfonie wechseln. Und zurück zum Blitzschlag. Hat er sich gerade einfach um 10.000 HP geheilt?
Gott sei Dank ist das nicht so sehr viel. Bei seinen 3,5 Millionen. Ich dachte gerade 38 Millionen. Dachte mir so. Oh, wahrscheinlich. Aber so viel war es dann letztendlich Gott sei Dank doch nicht. So, jetzt bitte schocken. Und angreifen. As hard as possible. Possibilities came true. Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Egal. Nur wegen dem Wort possible. Daraus leitend, davon ableitend Possibility. Ja, ja. Handy. 21:44 Uhr, also so lange wie der Kampf dauert, habe ich da gar keine Zeit mehr. Ich bin in einer Dreiviertelstunde erstmal weg. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass der Kampf nur eine Dreiviertelstunde dauern wird, wenn es so weitergeht. Ja, wenigstens ist er schon halbtot. Vielleicht muss ich ihn ja nur noch dreimal schocken. Vielleicht viermal. Dann wäre ich ja schon ganz froh. So, kurz mal Hast auf alle. Okay, wird aufgehoben. Wollen wir nicht weiter probieren. Lass einfach nur weiter in den Schock gehen. Hätte ich vielleicht vor dem Kampf einen Vitalisator-Protektor reinmachen müssen, dann wäre vielleicht, wäre es vielleicht zumindest anfangs ein bisschen angenehmer gewesen. Der wäre jetzt schon ein bisschen toter. So, kurz mal, damit ich jetzt nicht hier in die Lebenssymphonie reingehen muss. Weil wenn er zwischen sitzend, also stehend und fliegend wechselt, so war es zumindest bei dem Stolz-Robo, dann geht der Schockzustand, also wird er zurückgesetzt. Und wenn ich ihn hier jetzt einen Schock kriege, wäre das sehr praktisch, weil dann kann ich ihn, glaube ich, nachsetzen, oder? Ja. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Ganz, ganz schnell zum Blitzschlag wechseln. Das ist sehr gut, weil dann kann ich ihm hier ein bisschen mehr abziehen und er nervt nicht die ganze Zeit rum wie sonst sowas. Das ist ganz, ganz, ganz praktisch. Trotzdem verliert er einfach noch so dermaßen wenig Energie. Das ist nicht spaßig. Und er ist nicht gegen Gemach resistent. Aha. Praktische Information. Nur die Frage ist, ob er sich vielleicht dagegen heilen kann. Das weiß er nicht. So, vielleicht muss ich ihn ja noch ein oder maximal zweimal schocken, denke ich mal. Shock Impact. Ja. Kurz zur drakonischen Liga wechseln. Dann kann ich ihn vielleicht wirklich mal kurz gemachen, langsamer machen, was sehr praktisch wäre. Ach, scheiß drauf. Und wieder schocken. Damit er so schnell wie möglich tot ist. Aber hey, wir haben Ex-Eis drauf. Super. Heißt das, dass wir mehr Eisschaden machen, oder? Ja doch, ich glaube, das heißt, dass wir Eisschaden machen. Bringt zwar jetzt auch nicht so dermaßen viel, aber vor allem, weil es halt hier... Aber egal. Der ist fast geschockt. Ging jetzt irgendwie schneller als die letzten Mal, oder kommt mir das nur so vor? Kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, einfach öfter dann zur Lebenssymphonie und so gewechselt. Weil ich nicht so YOLO-ig war wie jetzt, wenn ich jetzt sterbe, rasse ich aus. Also greifen wir weiter an. Ja doch, das wird in dem Schock was. Wenn ich jetzt keine Scheiße baue. Und das tue ich nicht. Also schaffen wir es in dem Schock. Ah. Endlich. Danke. Wie lange habe ich gebraucht? Nur 6 Minuten? Ne, 9 Minuten. Ja, immerhin keinen Stern. Und eine Kaiserwehr. Mit 6 Minuten 44 waren sie vielleicht aber ein bisschen optimistisch.
bisschen zu optimistisch, wenn ihr mich fragt. Oh. That seems to be the end. Das ist definitiv das Ende. Jetzt ist nichts mehr mit. Aber das ist ja noch gar nicht ja für das Ende. Das ist das Ende. Vatandalus will unsere Angst gegen uns verwenden. Ja, das will der Haupt. Das hast du gut erkannt. Speichern. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, der nächste Part wird höchstwahrscheinlich ein. Ein-Stunden-Part, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ich hätte ihn gern jetzt noch aufgenommen. Ich hätte jetzt gern direkt das Spiel durchgespielt, aber das werde ich nicht schaffen, zeitlich. Da ich. Das jetzt 22.50 Uhr. 21.50 Uhr oder so ist. 21.55 Uhr sogar. Und. Ja, sagen wir es mal so. Ich habe morgen wieder Schule. Und ich darf noch eine, na, sagen wir, recht umfangreiche Hausaufgabe machen. Und für gewöhnlich gehe ich sowieso 22.30 Uhr ins Bett. Und außerdem läuft TV Total. Dann. Und ich würde sagen, deshalb, weil ich keine Stunde habe, sehen wir uns dann wieder, für euch morgen wahrscheinlich, zum finalen Part von Let's Play Final Fantasy 13. Ich denke mal. Ja, für von Final Fantasy 13 für die Xbox 360. Bis dann und ciao.